Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Johannes Klaebo, L. und Sergej Ustjugow zoffen sich nach dem Halbfinale Urheberrecht Getty Images. Der Sprint der Männer wird vom Norweger Johannes Klaebo dominiert. Doch im Halbfinale zofft er sich mit seinem russischen Konkurrenten. Der reagiert wütend. Top-Favorit Johannes Høsflot Klaebo hat bei der nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Freistilsprint der Langläufer gewonnen. Zeitplan der nordischen Ski-WM in Seefeld. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich im Finale vor Titelverteidiger Federico Pellegrino, Italien, und dem Russen Gleb Retiewicz durch. Aber bereits eine Runde zuvor gab es einen hitzigen Höhepunkt. Ustjugow verpasst Finale. Im Halbfinale zoffte sich Klaebo mit seinem schärfsten Konkurrenten Sergej Ustjugow. Beide waren in einem Lauf, als Klaebo etwas strauchelte und dadurch auf die Innenbahn geriet. Dort behinderte er Ustjugow sichtlich und brachte den Russen aus dem Tritt. Der Italiener Federico Pellegrini sicherte sich den Sieg und Topfavorit Klaebo rettete Rang 2 und seinen Platz im Finale. Für Ustjugow war das Rennen dagegen beendet. Auseinandersetzung zwischen Klaebo und Ustjugow im Ziel stellte der Russe dann Klaebo zur Rede und war sichtlich angefressen. Dabei schubste er seinen Kontrahenten und wischte ihm durch das Gesicht: Wir haben uns bereits unterwegs einmal berührt. Natürlich bin ich verärgert gewesen. Ich musste mich da noch zusammenreißen. Ich wollte ihn fast ausknocken, aber ich habe es nicht getan, fasste Ustjugow das Geschehen aus seiner Sicht zusammen. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden, Anzeige, so etwas passiert eben im Sprint. Ich denke, es ist alles gut, sagte Klaebo. Punkt. Der zornige Ustjugow wurde schließlich disqualifiziert. Die deutschen Starter Janosch Brugger, Schluchsee und Sebastian Eisenlauer, Sonthofen, waren in der Qualifikation ausgeschieden.